Was passiert, wenn Sie Ihrem Chef die ganze Wahrheit sagen? Werden Sie dafür befördert nach oben oder befördert vor die Türe? Ein Klient von mir hat das ausprobiert. Ich werde Ihnen sagen, wie das Experiment ausgegangen ist. Mein Name ist Martin Wehrle, Buchautor und Karriereberater. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte, die hat zu tun mit Erich Honecker. Sie wissen noch, der Staatsratsvorsitzende der DDR. Erich Honecker hat ein Hobby, das hat er heiß und innig geliebt, und zwar Erich Honecker war Jäger. Der ging also in den Wald und niemand in ganz Europa war beim Jagen so erfolgreich wie Erich Honecker. Ich habe die Abschussbücher eingesehen, an einem einzigen Abend hat Honecker 5 Hirschen den Garaus gemacht. Und er klopfte sich auf die Schulter und sagte, ich, Erich Honecker, bin der beste Jäger weit und breit. Nur hatte sein Jagderfolg ein winziges Geheimnis. Wissen Sie, welches das war? Immer bevor der Erich in den Wald ging, kamen LKW gefahren und gaben Hirsche und Rehe und Hasen und Wildschweine in dieses Revier. Und es wäre leichter gewesen, vorbeizuschießen, als zu treffen. Das bedeutet, oftmals ist es so, dass mächtige Menschen die Wahrheit eben nicht hören wollen, dass mächtige Menschen sich etwas vormachen. Und dasselbe gilt auch im Geschäftsleben. Nicht alle Vorgesetzten sind daran interessiert, die Wahrheit zu hören. Viele klopfen sich gern auf die Schulter und sagen, ich bin ein vorzüglicher Jäger, auch wenn es gar nicht zutrifft. Jetzt erzähle ich Ihnen von dem Klienten, was ich angekündigt habe. Und zwar hat er in einem Callcenter gearbeitet und er hatte das Gefühl, dass das Callcenter erstens total unterbesetzt ist, dass da zweitens auch viele Menschen arbeiten, die nicht die nötige Qualifikation mitbringen und dass drittens die Kunden beschwindelt wurden und nicht ehrlich behandelt. Und er kam zu mir in die Beratung und er sagte zu mir, ich würde das gerne mal zu meinem Chef sagen. Ich würde gerne mal diese Kritik üben und schauen, was passiert. Und das war natürlich jetzt hochinteressant, sich die Frage zu stellen, wie reagieren die Vorgesetzten, wenn ein Mitarbeiter eben mal nicht mit dem Kopf nickt, wenn er nicht sagt, es läuft alles rund und alles gut, sondern wenn der Mitarbeiter sich dem Chef nähert und ihm einen Spiegel vorhält und ihm die ganze Wahrheit sagt. Es war ein Experiment, das wir wagen konnten, weil er ein guter Callcenter-Mitarbeiter war, weil er viele Alternativen gehabt hat bei anderen Arbeitgebern. Das heißt, das Risiko, dadurch einen Karriereschaden anzurichten, dieses Risiko, das war sehr, sehr gering. Und bevor ich Ihnen erzähle, wie die Sache ausgegangen ist, einfach noch einen Rückblick in Sachen Wahrheit auf Nils Högel. Der Name sagt Ihnen was, das ist der Pfleger, der es geschafft hat, während seiner Arbeitszeit 103 Menschen, mindestens 103 Menschen in deutschen, norddeutschen Krankenhäusern zu ermorden. Der hat das nach Dienstplan gemacht. Es war jedes Mal sein Name im Dienstplan drin und immer wenn Högel Dienst hatte, passierten merkwürdige Dinge. Immer wenn Högel Dienst hatte, bekamen frisch operierte Menschen Schwierigkeiten und die starben reihenweise wie die Fliegen. Das haben natürlich in diesen Krankenhäusern andere Menschen bemerkt, die mit dem Högel gearbeitet haben. Und es haben viele von denen, ich habe mit einem direkt Kontakt gehabt, da weiß ich, wovon ich rede, es haben viele von denen bei ihren Chefs vorgesprochen und die haben gesagt, da stimmt was nicht. Immer wenn der Högel Dienst hat, sterben die Menschen, aber es wollte keiner hören. Die Vorgesetzten sagten, ja, habt ihr Beweise, keine Beweise, naja, und dann war es gut. Das heißt, er konnte während seiner Arbeitszeit morden, morden und morden und dann bekam er ein Zeugnis, und da müssen Sie sich jetzt mal festhalten in Sachen Wahrheit, er bekam ein Zeugnis von seinem ersten Krankenhaus, da hieß es, ich zitiere, er habe umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gearbeitet und er habe, jetzt zitiere ich wieder, in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt. Also sachlich richtig gehandelt, damit ist wohl gemeint, dass er Menschen umgebracht hat. Und dann assistiert man ihm noch ein kooperatives Verhalten. Dabei hat er nicht mit seinem Arbeitgeber, sondern allenfalls mit dem Sensenmann kooperiert. Und am Ende hieß es, er habe seinen Job zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Mit diesem Zeugnis hat er gleich wieder einen neuen Arbeitgeber gefunden und da ist dann etwas passiert, was lange fällig war. Und zwar hat ihn eine Kollegin auf frischer Tat mit der Giftspritze in der Hand erwischt. Und wissen Sie, was passiert ist? Der Mann durfte noch 2 Tage weiterarbeiten und er hat in diesen 2 Tagen nochmal jemanden umgebracht. Also Firmen wollen die Wahrheit, die Mitarbeiter sagen, oft nicht hören. Und jetzt erzähle ich Ihnen, wie die Sache ausgegangen ist mit dem Callcenter-Mitarbeiter. Der hat also um ein Gespräch gebeten mit dem Callcenter-Leiter. Der hat ihm das
gesagt, nämlich dass in diesem Callcenter die Besetzung viel zu gering ist, dass die Qualifikation nicht stimmt und dass Kunden über den Tisch gezogen werden. Und dann sagte der Callcenterleiter, er hatte kaum zwei Sätze gesprochen, mein Klient, da sagte der Callcenterleiter, wenn es Ihnen hier nicht gefällt, dann sollten Sie weggehen. Ich bin ohnehin der Meinung, dass Sie nicht in dieses Team passen. Wir sollten uns trennen. Das ist ein typisches Verhalten, wie ich es von Firmen sehe. Das Problem ist nicht die unangenehme Wahrheit, für die eine Firma selbst verantwortlich ist, sondern das Problem ist der Mitarbeiter, der die unangenehme Wahrheit ausspricht. Dieses Denken führt dazu, dass Firmen oft in die Krise schlittern. Dieses Denken führt dazu, dass es einen großen Flughafen in Deutschland gibt. Es ist kein Geheimnis, dass er in Berlin-Brandenburg liegt. Es gibt einen großen Flughafen, von dem man vor vielen Jahren schon meinte, er sei demnächst in ein paar Tagen fertig. Jeder auf der Baustelle hat die Wahrheit gewusst. Die Chefs haben es nicht gewusst, weil sie es einfach nicht hören wollten, weil die Kommunikation miserabel war. Was können Sie jetzt daraus lernen? Will ich Ihnen sagen, Sie sollen so ein Duckmäuser sein, der niemals die Wahrheit sagt? Nein, das will ich Ihnen nicht sagen. Ich möchte Ihnen nur sagen, erstens, Sie müssen wissen, dass die Wahrheit unerwünscht ist. Das heißt, wenn Sie die Wahrheit äußern, zahlen Sie manchmal einen relativ hohen Preis. Und zweitens, das ist mein Rat von Herzen, suchen Sie sich eine Firma, in der die Wahrheit eben doch erwünscht ist, in der Sie ehrlich sein können, in der Sie Rückmeldungen geben können. Dann verbessern sich die Dinge, dann haben Sie ein besseres Arbeitsklima und dann kommt eine Firma auch deutlich besser voran, als wenn man einfach die Augen zuhält und blinde Kuh spielt, dann fällt man den Abhang runter, das ist doch vollständig klar. Und jetzt noch ein Tipp am Ende, wenn Sie Ihr Selbstbewusstsein heben wollen, was für Kritik ja wichtig ist, wenn Sie eine perfekte Rhetorik bekommen wollen und sich auch noch selbst prima motivieren, dann nutzen Sie mein Personal Power Paket. Das sind 3 Videokurse, meine 3 besten Videokurse, die ich Ihnen zu einem großen Paket geschnürt habe. Sie bekommen einen komplett geschenkt und einen anderen zur Hälfte. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Paket verwenden, dann kommen Sie persönlich und rhetorisch einen Riesenschritt weiter. Klicken Sie gerne mal die kostenlose Probe an. Ich freue mich, wenn ich Sie hier wieder auf dem Kanal sehe. Ich verlinke Ihnen unten noch ein Video, das kritisch mit den deutschen Firmen ins Gericht geht. Schauen Sie sich das gerne mal an. Ist eine prima Ergänzung zu dem hier. Und abonnieren Sie gerne den Kanal mit Glocke. Dann kriegen Sie immer eine Nachricht, wenn ich was Neues hochlade. Ich freue mich schon auf Sie. Ihr Martin Wehrle.